So, werden wir Gumbas Brett gewinnen? Wer weiß. Willkommen zurück zu Mario Party 4. Es sieht nicht besonders gut aus. Klar, wir sind zwar auf dem Spielbrett Erster, aber Waluigi hat sicher den Münz- und Ereignisfeldstern. Ich würde es halt Yoshi gönnen, wenn er jetzt noch zweimal auf Ereignisfeld landen würde. Dann hätte er den nämlich. Dann haben wir gewonnen. Scheiße, der kommt zum Buhu. Aber egal, da nimmt vielleicht Waluigi mehr Geld weg. Das einzig Wichtige, was jetzt passieren muss, ist, dass Waluigi Geld verliert. Das könnte damit passieren. Das wäre gut. Chance Time. Ich werde es auch weiterhin so nennen, sorry. Für mich ist es einfach Chance Time. Auch wenn es nicht so das ist, was es mal war. Also wenn Waluigi weniger Geld am Ende des Spiels hat, dann ist die Chance sehr gut, dass wir gewinnen. Wenn ich schon mich am Anfang sehe, dann war es das meistens. Mit Yoshi. Damit ist es besiegelt, wir haben verloren. Kann man nicht mehr machen. Viel zu viel Geld verlieren wir. Ist auch völlig unverdient jedes Mal. Haltet doch mal die Fresse. Ihr habt es. Ihr seid einfach scheiße. Ja, jetzt ist es aussichtslos. Weiß nicht, was ich noch machen will. Das sind halt Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Und wenn sie passieren, tut es halt einfach weh. Selbstverständlich landet der natürlich ein Feld nicht aus dem Bowserfeld. Warum sollte er auch? Das wäre ja sonst viel zu fair. Sollte er auch mal da drauf landen. Ich hoffe halt, dass Yoshi noch irgendwie zweimal auf der Ereignisfeld landet. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber man kann ja hoffen. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit jetzt noch zu gewinnen ist sehr, sehr gering. Das ist irgendwie immer so in dem Spiel. Finde ich schade. Er kommt zum Stern, interessant. Ich hätte halt die Zauberlampe kaufen sollen im letzten Part, aber ich habe halt dieses Scheißfeld da nicht gesehen. Das ist halt wirklich die größte Scheiße. Jetzt habe ich halt kein Geld mehr. Ich lande mal wieder auf einem Dreckspilzfeld, was kein Mensch will. Ich krieg eh immer nur Scheiße da raus. Jedes Münzfeld wäre wichtig, aber jetzt bin ich ja noch mit dem Idioten in dem Team. Egal, das verlieren wir sowieso. Das kann ich nicht. Ich habe mich eh schon darauf eingestellt, dass ich das Spiel neu spiele. Also das Brett. Waluigi verliert halt keine 60 Münzen mehr. Ein Betrug. Kannst du nichts machen. Wenn die einmal bei dir sind, kannst du nichts mehr machen. Verloren. Wie immer. War zwar jetzt mal besser, aber trotzdem verloren.
Also ich kann halt nur noch auf Chance Time eigentlich hoffen. Ja, noch 3 Runden, echt so viele. Warte, er klaut jetzt Geld, ne? Ach, das ist ja gar nicht mal so schlecht jetzt. Komm, mach so 20 Münzen, ich gönn's dir, Wario. Wow. 23, das ist super. Aber jetzt habe ich vielleicht noch mal einen Funken Hoffnung. Weil wenn er jetzt auf dem Bowserfeld landet, kann ich ihn einfacher überholen als diese 40 Münzen da. Er muss halt aber auch dafür 30 verlieren, ne? Darf da nicht vergessen. Ja. Er würfelt eh immer perfekt, um nicht drauf zu landen. Das ist eigentlich schon normal. Trotzdem muss ich auch weiterhin jedes Minispiel eigentlich gewinnen. Weil der Minispielstern, der ist sehr hart im Kampf, würde ich jetzt schon sagen. War zwar nicht schlecht, aber trotzdem. Yoshi überläuft den Stern, finde ich sogar fast in Ordnung. So wechselt er seine Position nicht mehr. Aber Yoshi, jetzt mach bitte keinen... Na doch, mach Mist! Bitte zieh jeden 30 Münzen ab. Das wäre jetzt die perfekte Chance, Waluigi 1 reinzudrücken. Ich habe eh nur 4, ich kann nichts verlieren. Perfekt. Wirklich perfekt. Ich kann das noch gewinnen. Wenn ich viel Glück habe, kann ich das noch gewinnen. Okay. Ist mir scheißegal, ich nehme erstmal die 1. Sind schon mal 3 Münzen. Och nee, das ist so dumm. Wenn ich jetzt was nicht gebrauchen kann, dann ist es ein 1 vs 3 Spiel mit Waluigi zusammen. Ja, ein Heim für Fische. Fülle den Tank mit ausreichend Wasser, damit Cheep Cheep darin schwimmen kann. Ach, das hat man schon mal, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob ich gewinnen soll oder verlieren soll. Aber eigentlich muss ich gewinnen. Ne? Kann halt auch taktisch schlau sein zu verlieren. Ich weiß ja nicht, was noch passiert. Ja, ich versuche mein Bestes einfach zu geben. Am Ende kommt es mir ja auch zugute, weil ich dann 10 Münzen kriege. Bislang sind wir auch besser. Ja, ich habe mich eigentlich verdrückt, aber okay. Deswegen habe ich... Würde ich kotzen, aber... Das passt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warum muss der Hässlund auch so viel Glück gehabt haben? Mit den Ereignisfeldern meine ich gerade. Das ist halt das, was weh tut. Von mir aus kann sogar nochmal ein Bowserfeld kommen, wo er uns allen 30 Münzen abzieht. Hätte ich auch nichts dagegen. Was ist denn das? Juhu-Kristall, was macht denn der? Kann man damit immer ein Buhu rufen? Wenn ja, wäre es gut, wenn er damit Waluigi Geld klaut. Vor allem diese dumme Aussage, da kann dir der Stern ja so, wohl nicht so wichtig sein. Ist so daneben, weil er ja sogar seine letzten 5 Münzen gefühlt dafür ausgibt. Ich meine, er hätte ja auch gar nichts geben können. 2, 2, 2. Wie kann man nur so verfickt viel Glück haben, wirklich? Ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid. Yoshi, bitte, mach irgendwas.
Du bist wirklich mein Dream Team. Mit du hast mir so viel geholfen. Du und ich. Bitte mach irgendwas. Ja, nimm die 10 Coins. Ich gönn's dir. Ein paar sehr schön. Das passt noch. Okay. Was? Das passt dafür, aber nicht für den Bauchfeld. Wer das gewinnt, gewinnt. War Luigi oder ich? Das sind zwar nur 5 Münzen in Anführungsstrichen, aber ich brauche sie. Ich brauche sie so dringend wie nie. Das Kettenhundspiel, das hat mir noch nie. Was ist das? Ist das gut? Vorsicht vor dem Kettenhund und den Lava-Spalten. Und falle ja nicht von der Plattform. Der Kettenhund bewegt sich in einer geraden Linie. Also kannst du gut planen, ihm aus dem Weg zu gehen. Also ist das hier quasi nur Ausweichen. Das klingt eigentlich relativ fair. Aber es ist Mario Party. Soll ich darauf vertrauen? Die Lava sieht halt schon sehr unfair aus, um ehrlich zu sein. Ja, okay, es passt eigentlich. So unfair ist das hier gar nicht. Das hat sehr viel mit Skill zu tun eigentlich. Kann wirklich gut ausweichen. Ich habe versucht, Waluigi reinzuschubsen, aber es ging nicht. Okay, jetzt dreht der Kettenhund langsam am Rad. Ist mir ein bisschen zu sehr. Kettenhund visiert auch gefühlt immer nur mich an. Woran das wohl liegt? Natürlich daran, dass sie... Es liegt natürlich daran, weil sie Waluigi supporten wollen. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Oh mein Gott, ich hab's gewonnen! Ich dachte, ich bin tot, weil ich im Feuer stehe. Wichtig und richtig, aber er gewinnt halt auch, ne? Quasi mit. Ja, das hat er nicht verdient. Die Münze hättet ihr mir geben können, oder Yoshi? Er macht halt kein Minus, aber ich halt Plus. Schon mal wichtige Voraussetzung. Yoshi, ich weiß, es tut mir leid, aber... Danke. Du hast mir damit echt geholfen. Ich scheiße auf den Stern. Ich brauche jede Münze, die ich habe. Deswegen nein. Vielleicht kriege ich ja nochmal dieses Jackpot-Ding. Das wäre so krass. Kriege ich nicht. Aber ich komme zum Stern. Sehr interessant. Ich nehme auch nicht an der Lotterie teil, es tut mir leid. Oh nein, wo? Oh, okay. Nehme ich. Komm, was wollt ihr? Das nächste Minispiel muss gewonnen gehen. Wieder gegen Yoshi. Das ist doch Scheiße des Todes. Soll ich verlieren? Ich verliere. Sorry, aber ich verliere jetzt. Waluigi hat das nicht verdient. Ja. Ich mach mir damit nur selber. Scheiße, das kann ich nicht verlieren. Da kann ich ja nicht bestimmen, ob wir verlieren oder nicht. Genau jetzt kommt so ein scheiß Glücksspiel. Nehm A. Aber Yoshi, bitte gewinn. Ich gönn's dir. Nimm die 10 Coins. Ich sehe das gerade einfach schlauer an, wenn man verliert. Scheiße. Wir haben halt 9 Münzen Unterschied. Ich brauche einen Minispielsieg, dann habe ich eine Münze mehr und würde gewinnen. Ich meine, ein Spiel spielen wir noch, ja, aber... Waluigi hat halt leider zu viel Glück. Was? Komm, was war denn, welche er jetzt anzündet? Da ist höchstwahrscheinlich einer drin. Vielleicht sind wir auch alle in einer. Man weiß es nicht. Ja, aber wir gewinnen. Leider. Scheiße, ich wollte nicht gewinnen, Yoshi. Wirklich, es tut mir leid. Ich hätte es dir gegönnt.
Ach nee, es sind nicht mal 9 Münzen, es sind nur 7. Letzte Runde. Was jetzt passiert, zählt. Ist alles egal jetzt. Oh. Oh nein. Er zieht mir jetzt nicht Geld ab, oder? Also Wario, ohne Witz, ich bin dir so unendlich dankbar. Alter, ohne Witz, ich kann diesmal nicht sagen, dass sie alle versucht haben, mich zu zerstören. Ich kann nur sagen, dass ich dankbar bin, dass es so jetzt gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich habe gewonnen. Außer es passiert jetzt irgendein Mist. Wie Charmstone oder so ein Scheiß. Ich möchte auch den Stern nicht mehr. Yoshi, ach nee, er kann sich den nicht kaufen. Mach jetzt keinen Scheiß. Natürlich landet er genau jetzt auf dem verdammten Bowser. 20 Münzen für jeden Abzug, damit könnte ich leben. Oder für ihn einfach nur. Was macht der? Von dir. Gut, damit haben wir gewonnen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt noch verlieren. Das war aber wirklich das knappeste Match, mit was ich je gehabt habe. Das war, es kam halt wirklich auf die letzte Runde an. Und ich kann mir auch eigentlich gechillt den Stern kaufen, sollte ich ihn kriegen. Was ich aber bezweifle. Ist vor mir irgendwas Böses? Ja, rein theoretisch schon. Ich möchte gerne eigentlich nur zurück zum Start, wenn das geht. Keine Einrichtungen mehr besuchen. Wisst ihr was, das ist mir wert. Hauptsache, ich lande nicht auf dem Bowserfeld. Ich meine, ich darf da zweimal würfeln, oder? Sehen wir auch Donkey Kong mal groß, ist auch cool. Okay. Das passt. Man zertrete ich jetzt Yoshi, wenn ja, sorry. Ach Mann, es tut mir leid, das hast du echt nicht verdient. Ich hab der Real Talk so viel zu verdanken. Haha, alle nochmal gegen die Lusche. Waluigi stand jetzt letzter der Liste. Der Kranertrick. Mir egal, war's gut. Mir eigentlich sowas von egal. Wir haben gewonnen. Komm, mach weg. Will ich nicht sehen. Mach einfach weg. Obwohl, wenn ich den Minispielstern nicht habe, dann habe ich nicht gewonnen. Aber den müsste ich haben. Das ist Betrug. Also wenn ich den nicht habe, dann kracht's aber. Dann kracht's aber richtig. Dann spreche ich dieses LP ab. Hallo, wieso sind die so krass da drin? Oh mein Gott! Was? Das ist so fucking knapp, so wie bei mir vorhin. Scheiße, jetzt hat er mich. Aber war Waluigi krass im Minispielen? So lala, ne? Alter, das könnte echt nochmal knapp werden. Ja, ja. Pech. Egal, wir haben eh genug Coins. Ach man, jetzt ist Yoshi komplett letzter. Jetzt fühlt es, jetzt hat er genau das, was ich im ersten Brett hatte. So, das war's nun, die Ergebnisse. Zuerst, wie viele Sterne hat jeder? Nur Wario und Donkey Kong hat einen. Wie viele Münzen habt ihr? Donkey Kong hat die meisten. Können wir ohne Bonusstern heute spielen? Das wäre so viel besser. Minispielstern. Oh, Junge, ich habe gewonnen. Damit habe ich gewonnen. Alter Falter, ich hätte das echt nicht gedacht. Münzstern hat Waluigi. Aber einfach krass, was Münzen angeht. Hatte viel Glück, kann man ja nicht anders sagen. Ich kann froh sein, dass er so viel verloren hat. Der hatte mal über 120 Münzen oder so. Und Ereignisfelder hatte er auch am meisten.
Deswegen hatte ich ja die ganze Zeit so viel Angst vor dem Typ. Na gut, am Ende gewinnen wir. Und das aber auch nur durch wirklich Unterstützung von Yoshi und Wario. Ich bin euch so dankbar. Der Sieger ist Donkey Kong. Ein Glück. Was anderes kann ich nicht sagen. You are the party star. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt schon komplett gewonnen haben. Wir müssen noch dieses verdammte Spiel gegen Goomba spielen. Weil das wird mit Sicherheit wiederkommen. 30 Münzen haben es entschieden. Ich glaube, keiner hatte Bock auf Waluigi. Deswegen haben die mir am Ende nur noch geholfen. Münzen in Minispielen. Das waren 3 nur mehr zu Wario, sonst hätte der das gewonnen. Ach du Scheiße, war das knapp. Auch Waluigi war sehr dicht dran. Ja, okay, 117 Münzen hat er. Ja, sind knapp 120. Junge, Junge, war das ein Krampf. Gratuliere, Donkey Kong. Wegen des Geschenkes, manche sind ja recht großzügig. Was, du gibst mir einfach so jetzt wirklich? Ich aber nicht. Du musst auch zuerst in einem Minispiel gegen mich gewinnen. Was erhoffe ich mir überhaupt? Kein Glücksspiel oder so. Dann lass es uns mit Chipflip austragen. Möchtest du die Regeln hören? Also gut, so läuft die Sache ab. Auf jedem Chip steht eine Nummer. Wähle einen Chip und addiere seinen Wert zum Gesamtergebnis. Wir sind abwechselnd dran, du darfst sogar anfangen. Wer zuerst 50 Punkte erreicht, hat gewonnen. Bewege dich mit Stick und zu einem Chip und drücke AA, um ihn umzudecken. Das ist auch schon alles. Also gut, packen wir es an. Das ist ein Glücksspiel. Ist das euer verdammter... Nee, ist kein Glücksspiel. Es ist ein Glücksspiel. Ich wollte es gerade noch loben, es ist ja doch kein Glücksspiel, aber doch. Ja, das ist doch Crap, also Real Talk. 5. Was ein Scheiß. Natürlich holt er sofort 20. Ach komm. Den wollte ich nicht mal. Ich wollte den da drunter. Ja, komm, das ist Game. Der weiß das, wo das ist. Ich halt nicht. Das war gut. Er darf jetzt nur noch 3er oder so kriegen. Ach, er hat ein Minus bekommen. Das gibt's. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Super, jetzt bin ich sogar wieder im Vorteil. Nehmen wir gleich hier einen hier vorne. Nur 3, aber ist okay erstmal. Ja, ist das ein Scheiß. Jetzt den 20er und ich habe gewonnen. Der hier, da ist es. Nicht. Ich krieg nur die 3er. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat der elendige Sack gewonnen. Okay. Der hat sehr viel Pech. Mann, irgendwo ist noch ein 20er. Wo ist denn der? Na, hier nicht. %25 Chance. Ich nehme das. Alter, ich habe das First Try. Und es ist einfach nur Glück. Es ist wirklich nur ein Glücksspiel. Ich hasse Glücksspiele einfach. Vor allem, wenn es so einen Kampf darstellen soll. Was soll denn sowas? Das war schon in Mario Party 9 später scheiße. Geschafft, Donkey Kong, also... Bekommst du hiermit dein Geschenk? Eine Palme. Du bekommst Donkey Kongs Baum. Ach, wie cool. 2 Bretter haben wir noch.
Das ist krass. Damit muss ich dieses verdammte Brett nicht nochmal spielen. Junge, Junge, und ich hoffe, keiner hat gehatet, als ich auf leicht gestellt habe. Wirklich. Das ist so viel spannender trotzdem immer noch. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich danke euch recht herzlich dafür, dass ihr hier dabei wart bei Let's Play Mario Party 4. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.